Ich bin der Einzige, der im Sommer nicht noch rumgelegen ist, oder? Ach was, Miles, schau mal hin. Auf geht's, Max, komm schon. Wie du siehst, habe ich mich nicht nur entspannt, okay? Browse, du bist dran. Okay. Schlecht, Browse, echt schlecht. Was meinst du damit, Smile? Warum schlecht? Ich habe in dem Camp trainiert, falls du das vergessen hast. Okay, Leute, beruhigt euch. Smile, hör auf, Streit zu suchen, okay? Ich spiele genauso gut Basketball wie du. Hey, ihr da drüben, guten Appetit. Verdammten Mädels, ich bin schockiert. Der zweite Tag in der Schule, aber es ist so schwierig. So viele Hausaufgaben, ich bin schockiert. Ach, Gigi. Das ist doch ganz einfach. Also ich erinnere mich an alles aus dem letzten Jahr. Hör mal, Marusha, kann ich ein Bonbon haben? Julie, ich würde es an deiner Stelle nicht tun. Hörst du, Marusha? Was ist los mit dir? Okay, nimm es. Danke. Okay, Mädels, nehmt mir nicht den Kindergarten weg. Übrigens, wo sind denn unsere Jungs? Gigi, da hinten. Ich glaube, ich bin in die neue Cheerleaderin verknallt, Leute. Ich mag die neuen Mädchen auch. Was sagen wir denn zu unseren Mädchen? Sie schauen uns schon an, schaut. Hörst du das? Das ist ein hungriger Elefant, der gefüttert werden will. Und das ist ein Löwe mit einer verletzten Pfote. Ich rette jeden Tag Tiere und ich brauche deine Hilfe. Lass uns diese Tiere wieder topfit machen und für jedes von ihnen ein Zuhause bauen. Lade unser Spiel jetzt herunter. Unsere tierischen Freunde warten auf dich. Mädels, habt ihr das gesehen? Unsere Jungs schauen nur auf uns. Ja, mein Patrick liebt mich sehr, sehr. Ja, sie mögen nicht einmal die neuen Cheerleader. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr sie uns lieben? Oh Mann, die denken wahrscheinlich, dass wir sie sehr lieben. Sollen sie das doch glauben? Ich bin schon so lange mit Marusha zusammen. Ich glaube, ich brauche eine Veränderung oder so. Gigi, ich bin hier. Oh, hey Leute, hört mal, könnt ihr mir $50 leihen? Ich möchte in das Café gehen. Nein, das können wir nicht. Früher mochte ich dich, aber jetzt mag ich eine andere Cheerleaderin. Frag die Basketballspieler, okay? Du bist doch eh besessen von ihnen. Patrick, ernsthaft? Cheerleader? Aber was ist da mit Gigi? Das war's, Jungs. Ich glaube, wir müssen wirklich die neuen Cheerleader daten, oder? Ja, aber nicht, um cool zu werden. Wir sind nämlich schon cool. Ja, ich bin auch cool. Ja, Patrick, der Allercoolste. Kostja, die Cheerleader sind da. Kostja, bitte Diana mit mir zu sprechen, okay? Dima, warum muss ich das machen? Kostja, du bist doch mein Freund, oder nicht? Ja. Footballspieler, hallo. Kostja, na los, bitte. Diana, können wir uns kurz unterhalten? Frag Dima. Kostja, hat Dima seine Zunge verloren? Kann er das nicht selbst fragen? Können wir uns kurz unterhalten, Diana? Das ist sehr wichtig. Diana, sprich mit ihm. Er hat mich schon so oft deswegen gefragt. Dima, worüber reden wir? Worüber reden wir? Diana. Okay, Dima, wir sprechen uns in der Schule. Oh Mann, ohne ihre Freundinnen hätte sie mit mir geredet. Dima, entspann dich. Sie hat gesagt, sie würde später mit dir reden. Nun Leute, will mir jemand $50 leihen? Leute, lasst uns zusammenlegen, damit sie uns in Ruhe lässt. Ja, und das hier ist mein Anteil. Ich zähle nicht mal nach. Leute, die Cheerleader sind da. Molly, verschwinde von hier, bevor sie sehen. Ja. Oh Mann, Leute, ich glaube, ich habe ihr zu viel gegeben oder so. Also dieser Grünschopf hat mich wirklich krank gemacht. Ich habe ihr gesagt, dass sie nicht einmal in die Nähe unserer Basketballer kommen soll. Diana, schau, sie steht neben Browse und neben Max. Mädchen, schaut. Oh, sie steht neben Max. Mädchen, sie steht neben allen. Seht ihr das nicht? Auf geht's. Das habe ich nicht. Oh Mädels, die Cheerleader sind da. Also Mädels, Grünschopf wird definitiv bekommen, was sie verdient. Das ist mir egal. Lass den Grünschopf lieber mit den Basketballern flirten und nicht mit unseren Jungs. Chili, hast du Mathe gemacht? Das habe ich nicht. Mädchen, schaut! Mein Bros hat hier etwas gegeben! Nein, das ist einfach zu viel! Hörst du, Grünschopf? Ich habe etwas nicht verstanden. Verstehst du nicht, was ich dir gesagt habe? Oh, hallo, Mädels! Cheerleader, ich habe die Jungs gerade um $50 gebeten, weil ich in ein Café gehen will. Ich habe Bros gesagt, dass ich es morgen zurückgeben werde. Ja, sie gibt's morgen zurück. Grünschopf, hast du das vergessen? Du und ich hatten eine Art Vereinbarung, dass ich dich nicht einmal in der Nähe der Basketballer sehe. Bros, was soll das bedeuten? Das ist es. Du leihst dir schon Geld für Brötchen. Und gestern wolltest du mir nicht mal ein Brötchen kaufen. Ja, na beruhige dich. Ich kaufe dir ein Brötchen. Willst du das etwa? Layla, ich will nichts von dir. Ich will, dass Browse es mir kauft. Smile, ich verstehe nicht, was das alles soll. Wir sind nicht hier. Und du redest einfach mit dem Grünschopf. Als ob nichts wäre. Okay, Cheerleader, ich gehe ins Café und ihr kümmert euch um eure Basketballer. Okay, Browse, danke. Cheerleader, ihr irrt euch, okay? Wir wollten nur, dass sie weggeht. Ja, Browse hat ihr nur Geld gegeben, damit sie uns einfach in Ruhe lässt. Und Mädchen, glauben wir ihnen? Nein. Okay, Leute, wir glauben euch nicht. Überdenkt euer Verhalten. Wir haben euch gebeten, nicht mit der Grünen zu kommunizieren. Also.
Browse, warum hast du ihr $50 gegeben? Ja, ich möchte meine Beziehung zu Diana nicht verderben. Ich will das einfach nicht. Jungs, ihr habt mir gesagt, dass ich das tun soll, damit sie uns in Ruhe lässt, oder? Hallo Mädels. Hallo Cheerleader. Mädels, habt ihr gesehen, dass Grünschopf schon lange bei unseren Basketballern steht? Mädchen, hat sie geküsst? Oder mit ihnen geflirtet? Und ich rate euch, uns die Wahrheit zu sagen. Keine Sorge, wir werden es unseren Jungs nicht sagen. Wisst ihr was, Cheerleader? Wir schauen nicht auf eure Basketballer. Wir passen auf unsere Jungs auf. Sie hat sich auch an sie gewandt. Das ist schlimmer. Ja, aber unsere Jungs haben sie schnell abgeschüttelt. Und eure leider? Nein. Ihr seht ja, was passiert. Ich hab's. Es bedeutet, dass eure Verlierer die Grüne abgewiesen haben, unsere Basketballer nicht. Siehst du, Diana? Sie hat mit ihnen geflirtet. Okay, Mädels, wir müssen in die Schule gehen und alles ernsthaft besprechen. Die Cheerleader kommen. Jungs, ihr solltet Hallo sagen. Warum macht ihr ein Pokerface? Ich sehe, ihr seid so hochmütig. Hört mal, warum sollen wir euch grüßen, hä? Es gibt neue Cheerleader an der Schule, wisst ihr das und schon? Und die sind auch richtig schön. Diana, wer sind die neuen Cheerleader? Ja, Mädels, ich habe vergessen, es euch zu sagen. Los geht's. Oh, seht mal, die Cheerleader sind richtig nervös. Kommt, Leute, gehen wir in den Unterricht. Und dann zu den neuen Cheerleadern. Leute, was habt ihr für ein Fach? Mathe. Diana, von welchen Cheerleadern sprichst du? Versteckst du etwas vor uns? Oder verschweigst du etwas? Diana, geh bitte von meinem Spind weg. Hör zu, Mädels, es werden außer uns noch andere Leute auf diese Schule gehen. Und ja, es wird ein neues Team von Cheerleadern geben. Diana, warum brauchen wir denn Cheerleader? Wir sind doch Cheerleader. Wirklich? Wir brauchen doch niemanden. Wir sind doch schließlich Cheerleader. Eigentlich zur Motivation, damit wir immer besser werden. Besser zu sein. Ja, los geht's. Ganz genau. Was ist denn überhaupt los? Ganz genau. Verdammt, die Verlierer sind echt verrückt geworden. Okay, Patrick, wir sehen uns dann in der nächsten Pause. Flirte nicht mit den Cheerleadern, verstanden? Ich flirte doch gar nicht, Gigi. Artyom, flirte nicht mit Diana, verstanden? Ja, klar. Gugu, ich vermisse dich so sehr. Ich dachte, wir wären in derselben Klasse und würden an einem Tisch sitzen. Das war's, ich halte es nicht mehr aus. Wie es mir geht, fragst du mich? Heute hat mir Browse zum Beispiel etwas Geld geliehen. Ja, im Kaffeehaus. Als Diana das sah, war sie so wütend, dass sie laut schrie. Jedenfalls will ich mich bald mit jemandem verabreden. Oh, Grünschopf, wie ich sehe, bist du hier. Im Café. Und wie geht es dir? Leckeres Brötchen von Browse, Geld gekauft? Also Mädels, sie hat sich kein Brötchen gekauft, sondern Gummibärchen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich rufe zurück, Mädchen. Ich verstehe nicht, warum ihr so wütend seid. Nun, ja, ich habe mir Geld geliehen, weil ich mein Geld zu Hause vergessen hatte. Oder seid ihr neidisch auf eure Basketballspieler? Grünschopf, du hast wahrscheinlich nur unsere Vereinbarung vergessen. Vergiss aber nicht, dass du diese Schule leicht verlassen könntest. Und das war's. Oh, Diana, lass es uns tun und das ist alles. Es wird hier verschwinden. Mädchen, regt euch nicht auf. Vielleicht ist das ja nur ihre Art, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Diana, ich kann nicht mehr aussteigen, weil ich im neuen Cheerleader-Team bin. Morgen findet die erste Probe statt, wisst ihr? Diana? Mädels, ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell im Cheerleader-Team sein würde. Dima, das ist eine schlechte Idee. Was soll ich machen? Sie hat nicht mal mit uns gesprochen. Wir sind auch gerade erst in die Schule gekommen. Also sollen wir einfach aufs Gespräch warten oder was? Wir müssen handeln. Los geht's. Also Kostja, wo ist Dianas Spind? Ich weiß es nicht. Wir sind hier erst im zweiten Tag. Okay, ich hab's mir nicht gemerkt. Es gibt hier so viele Schließlöcher. Wo ist das Spind von Diana? Dima, die haben keine Schlüssel. Öffne einfach alle, dann wirst du es schon sehen, okay? Ich pass hier auf. Okay, Kostja, gut. Pass auf, dass niemand reinkommt. Oh Mann. Das ist der von Jana. Wo ist Dianas? Oh, das ist Dianas Schließfach. Okay, gut. Diana wird das lesen und dann durchdrehen bei dem, was ich hier geschrieben habe. Ja, Dima, dieses Herz wird sie umhauen. Kostja, das sind nicht nur Herzen, okay, sondern in großen Buchstaben steht auch Diana, ich liebe dich. Dima, du bist in der 10. Klasse und du glaubst immer noch, dass sie dich durch sowas zurückliebt. Kostja, ich bin nicht wie du. Ich bin ein Romantiker und glaub mir, Mädchen lieben Herzen. Komm, wir gehen ins Café. Okay. Übrigens, ich vergaß. Ich habe die Uniform nicht bestellt. Ja, und bitte bestellt mir eine Uniform. Ja, ich werde das Geld auf deine Karte überweisen. Tschüss. Grünschopf, du willst doch nicht nur Cheerleader werden, richtig? Mädels, hör zu. Natürlich gibt es einen Grund, Diana. Sie will mir Browse wegnehmen. Ach, komm doch, Jana. Du bist unsicher. Warum quiekst du denn immer? Mädels, hör zu. Wenn Grünschopf konkurrieren will, dann werden wir eben mit ihr konkurrieren. Stimmt's? Diana, bist du hier? Oh, hallo. Kann ich mit dir sprechen? Diana, nicht jetzt. Sieh mal später, okay?
Später, immer später. Dima, beruhig dich. Möchtest du irgendwas? Ja, Kostja, Mineralwasser. Dima, ist Diana nicht rübergekommen hier zu deinem Tisch? Ist sie nicht. Übrigens, wollt ihr einen Kaffee oder sowas? Nein, danke. Mädchen, warum nein, danke? Unsere Basketballspieler leihen im Grünschopf Geld für ein Brötchen. Die Jungs sollen uns doch verwöhnen, um die Basketballer zu ärgern. Jana, ist das dein Ernst? Ja, Diana, es ist ernst. Und wisst ihr, Mädels, das ist richtig. Wir sollten die Basketballer bestrafen, damit sie auch auf uns neidisch werden. Jungs, wir wollen einen Milchkaffee haben. Mit Zucker oder ohne Zucker? Ohne. Oh, Mädels, braucht ihr etwa keine Basketballspieler mehr? Ich werde Ihnen sagen, dass ihr bereits mit den Footballspielern Milchkaffee trinkt. Grünschopf, sei nicht neidisch. Jeder möchte mit uns kommunizieren. Sei nicht neidisch. Mädels, hier, Achtung, heiß. Vielen Dank, Kostja. Also, Diana, kann ich jetzt kurz mit dir sprechen? Ja, Diana, bitte hör Dima zu. Oh Mann, Leute, wir haben uns mit den Cheerleadern gestritten. Leute, es ist nicht meine Schuld, okay? Leute, wir haben hier doch Kaugummis, oder? Wir sollten die Mädchen aufmuntern. Oh, ja, okay. Oh Mann, Jana hat sich so darüber aufgeregt, dass ich hier Geld geliehen habe. Vielleicht wollte sie selbst was essen. Ich verstehe das nicht. Wir sollen Molly ignorieren, aber wir können sie doch nicht die ganze Zeit ignorieren. Wir müssen doch irgendwann mit ihr reden, oder? Warte mal. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die Cheerleader jetzt beleidigt sind. Nein, Leute, wartet mal. Jemand hat hier einen Zettel mit der Aufschrift Diana, ich liebe dich hingehängt. Komm schon, Smile, vielleicht hat Diana das selbst nicht geschrieben und es hier hingeklebt. Ja, lass uns essen gehen und dann nach Hause. Ja, ich bin heute eh sowas von müde. Diana, ich möchte, dass wir Freunde sind, gute Freunde. Übrigens, ich habe bald Geburtstag, kommst du auch? Mädels, ihr müsst kommen, es wird ein Riesenspaß. Diana, sag ja. Opa, deshalb sind die Cheerleader verschwunden, oder was? Jana, warum hast du dich neben Kostja gesetzt? Also jetzt braucht ihr uns Basketballspieler nicht mehr. Jetzt habt ihr Footballspieler, oder was? Ihr Basketballspieler habt doch gute Mädchen, oder? Die Footballspieler verwöhnen sie bereits mit Milchkaffee. Basketballspieler, ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Es ist doch in Ordnung, Grünschopfgeld für ein Brötchen zu geben. Und die Footballer haben uns einen Milchkaffee spendiert. Das ist doch nicht verboten. Okay, Laila, trink den Kaffee mit dem Footballspieler. Ich habe verstanden, dass du mich nicht brauchst. So läuft das wirklich ab, Jana? So wirklich? Es geht nicht um Milchkaffee, Leute. Jemand hat einen Zettel in Dianas Spind geworfen und da steht drauf, Diana, ich liebe dich. Wow, Diana, du bist so cool, dass sie alle in dich verlieben. Wer hat dir diese Nachricht geschrieben? Smile, welche Nachricht? Ich verstehe nicht, was du damit sagen willst. Hör zu, Smile, geh zum Grünschopf und trink einen Smoothie. Kostja, ich sehe, du redest wieder richtig viel. Leute, lass uns gehen. Grünschopf, ist bei dir noch was frei hier? Ja, Jungs, natürlich. Der Platz ist frei. Sie haben nur die Stühle genommen. Stühle sind kein Problem, Leute. Mädels? Okay, Mädels, ich denke, es ist Zeit für uns zu gehen. Mist, es ist erst der zweite Schultag und wir haben schon wieder einen Streit mit den Basketballspielern. Ja, was soll man machen, Mädels? Das sind unsere Basketballspieler. Diana, kommst du? Ja, Dima, ich werde auf jeden Fall kommen. Warte auf mich. Was meinst du damit? Wohin wird sie kommen? Smile, vergiss es. Wir müssen nicht zeigen, dass sie uns am Herzen liegen. Mist, Leute. Es ist so komisch, dass wir schon wieder einen Streit haben. Grünschopf, das liegt an deinem Brötchen. Nicht Brötchen, sondern Gummibärchen. Mist, Mädels. Unsere Basketballspieler werden jetzt bei diesem Grünschopf sitzen. Diana, ich hab dir doch gesagt, dass du dich nicht zu den Footballspielern setzen sollst. Jana, was meinst du? Es war doch deine Idee. Jana, eigentlich hat alles mit dir angefangen. Du warst eifersüchtig auf deinen Brows, weil er dem Grünschopf Geld für ein Brötchen geliehen hat. Okay, Mädels, wir müssen jetzt nach Hause gehen. Lass uns gehen. Einverstanden. Leute, liked das Video, abonniert den Kanal, wartet auf neue coole Videos und wir gehen nach Hause. Wir hatten einen Kampf mit den Basketballspielern. Hoffentlich versöhnen wir uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.